Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mori kocht, heute mit dem einzigartigen Knochen. Tachchen, Leute. Wir haben was Geiles mitgebracht, der Knochen hat sich was gewünscht, denn der hat zu Weihnachten immer, holt er sich immer die Tipps ab. Ja, exakt, ja. Bei uns ist es so zu Hause, wir ziehen immer Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und jeder zieht halt einen Zettel und was man dann halt zieht, muss man dann eben machen. Und sich da was ausdenken ist ganz schön, weil die ganze Familie den ganzen Tag über zusammen ist, in der Küche am Vorbereiten und so und nicht irgendwie einer alles machen muss. Und bei mir gibt es dieses Jahr Roastbeef mit so einem Kartoffelpüree, Kartoffeltrüffelpüree, bisschen Gemüse. Und ich wollte schon mal so ein bisschen in die Richtung vorkommen, damit ich schon mal einmal den Gang auch weiß, wie die Abläufe sind. Ne? Ja. An Zutaten benötigen wir natürlich Roastbeef, Rosmarin, Semmelbrösel, Thymian, Zwiebeln, Petersilie, violette Kartoffeln, Bacon, Portwein, Kalbsfond, Bohnen, Sahne, Butter, Senf, Zucker, Muskatnuss sowie Salz und Pfeffer. Falls ihr es euch sowieso nicht schon gedacht habt, gutes Fleisch ist teuer. Deswegen gehe ich nach dem Grundsatz, lieber weniger Fleisch, aber dafür richtig Gutes. Legen wir doch mal los. Das Erste, was wir natürlich machen, weil es am längsten dauert, du wolltest Niedrigtemperaturgaren machen. Das heißt, das Fleisch braucht am längsten. Genau, Roastbeef gibt es heute. Ja. Genau. Kannst du einritzen? Wichtig ist, ich würde es nicht abmachen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, weil das ist das Fett, da ist der ganze Geschmack drin. Ne? Also, wenn ihr mal sehen wollt, wie Roastbeef aussieht, so sieht's aus. Mhm. Roastbeef sitzt ungefähr, oder sitzt eigentlich genau zwischen Hüfte und Hochrippe. Ne? Das ist das Stück. Unter dem Roastbeef befindet sich das Filet. Aus dem Roastbeef kann man tatsächlich sowas wie Ribeye, T-Bone. Kannst du alles machen. Kannst du alles machen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Braten wir das Ganze an. Pack rein. Sehr schön. So, Hände waschen. So, dann darfst du. Guck mal. Jetzt schon geil. Schön. So, dann pack rein. Jetzt schon pfeffern oder? Nein. Ganz am Ende erst. Ganz am Ende erst. So, das kommt jetzt in den Ofen. Ja, da wird es unscharf, aber macht ja nichts. Bei 100 Grad habe ich jetzt erstmal eingestellt. Ja, für anderthalb Stunden? Ja, wahrscheinlich so circa anderthalb Stunden kommen wir hin. Wenn ihr euch nicht sicher seid, man kann immer wieder schön fühlen. Ja, aber wenn wir nicht immer wieder reingucken können, habe ich dir ein schönes Gadget mitgebracht. Das darfst du ja auch für Weihnachten ausleihen, damit es ganz perfekt wird. Stark. Der hat nämlich einen Alarm und sagt dir genau, wann die Kerntemperatur erreicht ist und piept dann. Perfekt. So, das heißt, wir können jetzt nebenbei kochen. Ja, gehen wir schön in die dickste Stelle. Schön schräg rein. Bis zur Mitte, ja. So. Jetzt ist natürlich die Frage, Knochen, was stellen wir denn ein für eine Temperatur? 110 Grad würde ich machen. 110 Kerntemperatur? 90. 90 Grad Kerntemperatur? 80. 80 Grad ist immer noch viel. Ja? Ja. Und mehr als 60 muss es schon sein. Wir machen so zwischen 50 und 55 Grad. Wir lassen es dann nochmal ruhen. Okay. Und werden es dann nochmal gratinieren. So, und jetzt rein da. Jetzt in den Ofen. Nächster Schritt ist, wir haben ja nicht nur Fleisch. Wir können aber trotzdem die Kruste schon mal vorbereiten. Ja. Dazu hatten wir die Kräuter. Ist ja schon mal hier Petersilie, Thymian mitgebracht. Jo. Rosmarin brauchen wir auch noch. Das hatten wir schön fein. Sehr gut. Und in der Zwischenzeit bereite ich dann schon mal die Kartoffeln vor, weil ich glaube, du hast keinen Bock auf Kartoffelschälen, so wie ich dich kenne. Ja, habe ich kein Problem mit, aber ich habe schon in den diversesten Videos gesehen. Das haben wir jetzt schon so oft gemacht, das brauchen wir jetzt nicht nochmal ein. Dass du da ein Maschinengewehr bist, von daher. Aber du hast ja besondere Kartoffeln mit heute, vielleicht kannst du nochmal. Genau, wir haben jetzt nicht irgendwelche, sondern für Knochen nur das Beste. So. Das, meine Freunde, ja, sind violette Kartoffeln. Und das Schöne ist, die schmecken so richtig schön kartoffelig, weil das sind eigentlich die Urkartoffeln. Mhm. Was war denn für dich so das herausforderndste Gericht, was du bisher machen musstest in deiner Mori kocht? Also ich habe ja jetzt keine, sag ich mal, mega krassen, ja, weil es war in deiner Kochkarriere bisher, woran bist du fast verzweifelt? Woran bin ich fast verzweifelt? Also Dessert ist immer was, wo man viel
falsch machen kann. Fleisch natürlich, das dann auf den Punkt zu bekommen. Schwierig, also. Ich glaube, das erste Mal Hollandaise war so eine. Ja. Das ist eigentlich, ich meine, bei vielen Sachen ist immer, wenn man das erste Mal macht. Und ich glaube, so das erste Mal Hollandaise machen, dann kackt die halt einfach ab und bist halt jedes Mal verzweifelt. Wenn du dann noch unter Druck stehst, quasi. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. So in der Gastroküche stehst du die ganze Zeit unter, klar, unter hohem Druck. Spannung, ne? Ja, genau. So, jetzt wäre es halt auch kein Problem. Ich glaube, so das Wichtigste ist, dass man sich selber nicht verrückt macht. Und einfach locker bleibt. Aber ich find's geil. Also ich find's selber auch immer geil, so eine Herausforderung zu haben. Gerade wenn ich dann mal vegane Gäste habe. Ich muss sagen, mein veganes Repertoire ist, bevor ich Morikocht gemacht habe, bei weitem nicht so groß gewesen, wie es jetzt ist mit den ganzen Gästen, die ich habe. Aber ich find's geil, einfach mal Sachen zu machen, die man so sonst nicht macht. Zum Beispiel jetzt den Döner, den ich gemacht habe, den veganen. Mit Dabu, ja. Genau, mit Dabu. Das war etwas, was ich so auch noch nie in der Form gemacht habe. Aber das Schöne an Kochen ist, wenn du, sag ich mal, kochen kannst, wenn du weißt, wie Dinge funktionieren, wenn du weißt, warum hat etwas eine Bindung, ja, warum hat etwas diese Konsistenz, wie kriege ich den Geschmack gesteuert, dann ist man ja nie wirklich komplett in unbekanntem Terrain, auch wenn man Sachen nachkocht, weil man hat ja so das Grundhandwerk schon verstanden, aber so den veganen Döner dann mit Seitan ist dann auch eine Herausforderung gewesen. War aber geil am Ende, sogar Mipo hat es gegessen. Richtig. Ich meine, du kennst ja Mipo. Mipo konnte es nicht von normalem Fleisch unterscheiden. Ach gut. Und Mipo fand es lecker. Gut. Und du weißt, was das heißt, wenn Mipo das geil fand. Das schon einiges. Mit Semmelbrösel und Butter. Das wird dann unsere Kruste. Und Senf machen wir auch noch rein. Was für ein? Grobkörnig. Mittelscharf, leicht. Das ist so ein mittelscharfer, grobkörniger Senf. So, Knochen ist auch der erste Gast, der nicht nur was zu essen, aber auch was zu trinken mitbringt. Mhm. Ich dachte mir, also ich weiß nicht, wie lange ihr sonst so braucht, aber wir brauchen ja locker 2-3 Stunden mit allem drum und dran. Brauchen wir sonst auch, aber das liegt dann mehr daran, dass die Leute ein bisschen langsam sind, was Kochen angeht. Ich glaube, wir sind ziemlich zügig gerade. Ja, na, ist so gut. Wir sind auch gut in der Zeit, aber wie gesagt, du wirst nicht gesponsert von denen, ne? Nur, dass du bist. Nee. Aber ich weiß auch nicht, ich mag die ganz gerne. Okay. Weil die nicht ganz so süß ist. Gut. Ja, das stimmt schon. So, Bohnen. Ja. Schon mal mitgearbeitet? Natürlich. Das heißt, was machen wir? Enden abschneiden. Genau. Auf geht's. Und dann blanchieren. Richtig. Oh, guck mal, das ist mal ganz andere Voraussetzungen jetzt. So, bei dem anderen muss ich immer erklären, was Peter sagt. Schneidest du die alle einzeln? Ja, aber. Ne, die kannst du auch so zusammen einmal die Enden. Naja, das sind ja nicht alle, liegen ja nicht alle perfekt. Dann nimmst du dir halt so kleine Happen. Bei den anderen muss ich erklären, was Petersilie ist. So, du weißt sogar schon, was Blanchieren ist. So, wenn jetzt unsere Brühe gleich kocht, packen wir natürlich die Bohnen rein. Kartoffeln kochen. Wir haben jetzt gerade so viel Zeit gespart, weil du so schnell bist, im Gegensatz zu den anderen. Wenn du Bock hast, ja, habe ich mir spontan überlegt, weil das bei Niklas sogar ankam, kann man natürlich auch so mal Karamellfäden nochmal machen, die man oben drauf nochmal als Deko macht. Passt halt sehr, sehr gut. Hast du das schon mal gemacht? Nee, tatsächlich nicht. So, wir nehmen jetzt die gleiche Pfanne, wo wir schon mal das Roastbeef gemacht haben und machen da drin jetzt im Prinzip unsere Soße, weil wir können Fleisch da ruhig mitnehmen. Wir haben schon eine gute Farbe. Und wir auch noch mal ein bisschen Zucker karamellisieren lassen. Das ist wichtig. Viele sind damit auch mal zu sparsam, aber wir nicht. Wir nicht. Wir wissen ja, gute Küche geht durch den Magen. Wie schön die Farbe allein schon ist. Ja, jetzt ablöcheln. Und nun ganz wichtig: reduzieren, reduzieren, reduzieren. Rollen. Jetzt kannst du, genau, nimmst du dir Bacon und rollst hier die Bohnen zusammen. So, du hast die Bohnen erfolgreich gewickelt. Ja, so sehen sie aus. Unsere Speckbohnen. Ich wollte eigentlich Pancetta-Bohnen machen. Lustige Story. Leider nicht. Fleischverkäufer und fragt mich: Bruschetta? Haben wir nicht. So, Knochen, merkst du, wir haben ja schon einiges ausgebaut. Du hast hier 52 Gramm Kartoffeln. 200. 200? Ja. Dann ruhig noch eine dazu. Ne? Genau, da kannst du dann ruhig die Sahne, mach mal ruhig die Sahne komplett. Okay, ach, das hier mit der Espuma dann? Genau, das wird unser Espuma. Gut. Dann wollt's mal probieren, die Kartoffeln? Erstmal so.
kartoffelig. Sehr intensiv. Mhm. Genau. Kannst genau, dir schon mal würzen. Schlag Butter gibt auch noch mal mit bei. Muskat. Genau, und Muskat sowieso. Genau, dann nehme ich hier von dem mit dem Kartoffelwasser ein bisschen was dazu. Jetzt darfst du das mixen. Jetzt den Pürierstab nehmen und auf geht's. Genau, nicht zu lange. Das ist ja der Zauberstab. Das ist auch wirklich ein Zauberstab. Nicht zu lange, damit es nicht lehmig wird mit den Kartoffeln. So, das Ganze muss jetzt passiert werden. Jo. Sieb. Guck mal hier. Warte mal. Willst du das so in einem oder willst du nochmal umfüllen? Was? Wenn du es passierst. Was? Ja. Kriegst du das hin, ohne zu kleckern? Klar. Okay. Naja, schon gut gekleckert, der Knochen. Oh. Ja. Ja, jetzt. Uiuiui, ui, jetzt geht's aber los. Uiuiuiui. Jetzt hast du mich nervös gemacht. Uiuiuiui. Simon, Tiffy. Genau, das Grill kennst du ja. Absolut, habe ich mir extra zu Weihnachten damals gekauft. Auf Empfehlung. Mal erst gucken, ob die Dichtung drin ist. Nicht, dass der Mori mich hier verarscht. CS-Reflexe ohne Ende. Knorr hat so gute Reflexe, der schmeißt die HE-Granate immer wieder zurück, weil sie ist. Einmal schütteln. Richtig, männlich schütteln. Okay. Weißt du? Ja. Hast du doch geübt. Mensch, die Bewegung. Aber doch nur einarmig. Brauchst du nicht zwei Arme? Ja, ein bisschen fester das durch drin. Guck mal hier, unser Kartoffelbrühe-Schaum. Geil, oder? So, Knochen. Wir haben jetzt einiges fertig. Unser Roastbeef ist gleich soweit. Wir haben die Kräuterkruste nicht vergessen. Kräuterkruste steht bereit. Ja. Wir haben das Kartoffelpüree fertig. Ja, steht da im Wärmebad. Mhm. Jetzt fehlen natürlich unsere Speckbohnen noch. Ja. Auf geht's. Soße ist auch fertig. Soße ist auch fertig reduziert, genau. Wenn wir hier. Halt auch. Ach, guck mal, wie schön die Konsistenz ist. Ja, ich habe die schön gerührt. So, Knochen. Moment der Wahrheit. Aber aufschneiden brauchen wir ja eh noch nicht. Nee. Jetzt kommt ja erstmal die Kräuterkruste. Lass uns erstmal auch noch ein bisschen ruhen. Ja. Aber. Das fühlt sich schon perfekt an. Du kannst auch Schneide. Achtung, das heißt. Kannst du auch Schneidebrett packen? Wollen wir nur oben oder willst du auch die Seiten? Nur oben ruhig. Das sieht geiler aus und mach nicht zu dick. Du hast so viel Dings gemacht. Ja, haben ist besser als brauchen. Na, das reicht Ach schon. So. Regel Nummer 9 bei Mori, ne? Haben ist besser als brauchen. So, Knochen. Ne? Überraschung ist dir. Das gerne. Nachdem es jetzt nochmal Kräuterkruste schön gegrillt worden ist, darfst du es anschneiden. Ich hole schon mal die anderen Zutaten. Sehr gerne. Was für ein Stück willst du haben? Schon so ein Männerstück, oder? Schneid du mal erstmal auf. Wie sieht's innen aus? Mmh. Oh. Ist das geil geworden oder ist das geil geworden? Sein muss. Kann der junge Roastbeef oder kann der junge Roastbeef? Ja, machen wir ruhig ein bisschen dünner, oder willst du so? Knochen gönnt sich. So, Knochen kennen nur die guten Stückchen. So, Level 3. Oh, zeig mal schön die Kamera. Zeig mal, wie geil das ist! Sim? Hollala! Kannst ja reinzoomen. Leute, nur einmal Besteck hier. Holy shit. Ja, du weißt doch, wo es liegt. Ja, habe ich einen kleinen Zeitvorsprung. Also, es tut mir leid, aber ich muss erstmal das Fleisch probieren. Das dachte ich mir. Hammer. Mhm. Die Kruste auch. Knochen ein bisschen dick drauf getragen, aber perfekt. Er mag das ja. Fleisch ist schon mal perfekt. Kräuter auch. Hammer. So. Jetzt den Kartoffel als Puma. Mhm. Sehr geil. Auch farblich immer was anderes. Hammer. So, und Bohnen im Speckmantel.
ist jetzt halt, muss halt einfach dazu, ne? Das kennt jeder, wie es schmeckt. Auch nochmal, schön grüne Farbe nochmal mit rein. Mit der Soße, ein bisschen die Soße dazu, Speck dazu. Mhm. Schön al dente. Gut gemacht, der Knochen. Nicht verkocht. Knusprig noch. Schau mal. Das ist ein Top-Adventsessen für uns. Geil. Morgen, Hammer. Also, guck mal, jetzt weißt du auch, wie es geht. Genieße. Ja. Muss ja hier mal, ne? Genieße es. Es ist ja so gleich schön wirklich eine Top-Qualität. Mhm. Ne? Was sagen Sie? Da brauchst du gar nichts anderes bei. Ja. Das ist schon für sich. Aber gut. Probier mal die Soße. Probier mal mit der Soße. Die Soße ist wirklich ein Traum geworden. Das ist ja meine Spezialität, die Soße. Schön den Portwein. Hammer. So, dann mache ich mich mit dem Teller jetzt los. Mori. Knochen. Geil. Schönes Essen. Vielleicht wird es der eine oder andere nachkommen. Na, hoffen wir noch. Alter, die Kartoffeln sind auch geil. Bums, ne? Alles echt Bums. Geil. Da richtig schönes hier. Essen. Guck mal, hast du jetzt schon ein Probetraining für... Voll. Jetzt hol ich den Johannes. Du musst doch gucken, dass deine Eltern jetzt das YouTube-Video nicht sehen. Ach, alles gut. Joe! Geil!